ein schlechter Film ist für mich, wenn das Skript schon einmal ziemlich einfallslos ist und man von vornherein schon weiß, wie der Film eigentlich am Ende ausgeht. Also wenn der Film einfach total geradlinig ist und es keine überraschenden Momente gibt. Also das ist ein Punkt. Ich mag es auch überhaupt nicht, wenn es so einen platten Humor hat. Also wenn man sich so auf diesen Witz so draufsetzt und den Witz quasi totschlägt mit dem Humor, das mag ich überhaupt nicht. Und ja, wenn die Dialoge halt auch relativ flach und platt sind und man ja nicht so hineingezogen wird in den Film. Also ich habe einmal einen Film gesehen, da war ich 16, der hieß Cube. Den fand ich furchtbar. Auch weil der von der Geschichte, von der Story irgendwie nicht wirklich irgendwas Großartiges erzählt hat, sondern es ging einfach um Menschen, die in einem System von Würfeln, die miteinander verbunden waren, irgendwie eingeschlossen waren und dann der Reihe nach abgeschlachtet wurden. Ja. Und den Film fand ich einfach furchtbar, weil er eigentlich keine Handlung hatte und ich fand ihn total unlogisch. Und ich fand ihn so unlogisch, dass ich dann eingeschlafen bin. Naja, eigentlich teilweise ist ja das Gegenteil. Also wenn es wirklich tolle Überraschungsmomente gibt, auch ich mag es, wenn interessante Kameraführungen sind. Also jetzt nicht so diese Standard-Kameraführungen. Also ich persönlich merke das dann oft erst, wenn ich es mir das zweite Mal anschaue, weil ich eben immer so hineingezogen werde im Filme, dass ich dann einfach denke, oh super. Aber man sieht dann schon auch die Unterschiede, wenn man sich es genau anschaut. Also ich meine, Quentin Tarantino hat jetzt zum Beispiel immer ganz tolle Kameraführungen und man sieht einfach da diesen Unterschied. Oder zum Beispiel, man merkt es teilweise auch bei Serien. Also zum Beispiel Dexter ist eine Serie, die viel experimentieren mit spannenden Kameraführungen. Und das sieht man, also man spürt den Unterschied einfach, weil die Spannung eine andere ist. Und was ich total gern mag, also ich finde, bei einem guten Film muss sehr viel zusammenkommen. Es muss natürlich auch gute schauspielerische Leistung sein. Das ist halt, als Schauspieler schaut man da schon auch sehr kritisch hin. Ich finde es wirklich, wirklich auch wichtig, bei den guten Schauspielern, da weißt du manchmal gerade echt nicht, was in denen vorgeht. Also oder es ist dann manchmal in anderen Momenten ganz klar. Ich finde, großartige Szenen sind so Spannungsmomente, zu denen halt so aufgebaut wird. Zum Beispiel, eben, wenn man jetzt wieder Quentin Tarantino hernimmt, in Inglourious Basterds, diese eine Szene, wo sie in dem Kino stehen und reden und er spricht mit ihnen Italienisch und man weiß ganz genau, er weiß, dass sie keine Italiener sind, sondern Amerikaner und dann dieser Spannungsmoment, was passiert. Und es ist der Text, dieser Dialog ist eigentlich voll banal, weil er ihnen einfach Italienisch beibringt und ihre Aussprache kritisiert, aber es ist halt, es steckt dieser ganze Spannungsmoment drunter, was wird jetzt passieren. Also mein absoluter Lieblingsfilm, das ist auch ein Film aus meiner Kindheit, das ist Der Hofnarr. Da finde ich einfach so großartig, dass dieser Humor eben aus diesen Situationen entsteht. Und also für alle, die den Hofnarr noch nicht gesehen haben, kann ich nur wärmstens empfehlen, man lacht sich schief. Ja, es wird der ganze Humor über Situationskomik aufgebaut und es ist einfach so herrlich und sie haben großartige Momente drin. Das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Und mein zweiter Lieblingsfilm ist auch eigentlich ein sehr alter Film. Das ist Arsen und Spitzenhäubchen. Weil da eben auch eben sehr lustige, witzige Dialoge sind und das einfach so schön zu einem Ganzen zusammengepackt wird und immer wieder neue Ideen hineinkommen, die das Ganze dann noch chaotischer machen. Und ja. Ich bin jetzt eben erst vor kurzem auf QKid gekommen. Ich finde es total lustig, dass es sowas gibt und dass man das macht. Und ich werde das nächste Mal auf jeden Fall mitstimmen und bin schon gespannt, was da das nächste Jahr für furchtbare Filme auf den Markt kommen. Und ja, ich finde es auch spannend, sich damit auseinanderzusetzen,
was ist ein schlechter Film und wieso ist es auch ein schlechter Film? Weil ich finde, man kann sowohl von guten Sachen sehr viel lernen, aber auch von schlechten, weil dann denkt man sich halt, ja, was hat hier nicht gepasst? Also finde ich eine coole Sache.